Willkommen zur ersten Vizibist-Anicht-Folge nach dem Livestream und gleichzeitig zur ersten Battle-Folge. Es gibt heute also zwei tolle Sachen für euch zu sehen. Na gut, es gibt mich auch zu sehen, also drei. Zuerst einmal wollen wir euch heute ein bisschen zeigen, was wir im Livestream gemacht haben, einen kleinen Recap geben. Und den Livestream werden wir auch noch später hochladen oder so, aber das ist was anderes. Aber erstmal ist Weiß wieder mit dabei. YOLO! YOLO! YOLO's weg! Okay. YOLO's weg! Ja, wir haben auf jeden Fall einiges im Livestream gemacht. Ist aber, naja, nicht so mega viel Neues, sagen wir jetzt mal. Wir haben, wo fangen wir an? Keine Ahnung, also ich würde sagen Quarian. Dann haben wir okay, das. Fangen wir damit an. Ja, die haben wir fertiggestellt mit Electrical Engines. Hat sie fertiggestellt. Ja, weil Weiß um 10 gehen musste und ich hatte noch Lust, weil die PvP-Server down waren und sowas. Man konnte sich nicht einloggen gestern Abend. Hier sind auf jeden Fall einige Kisten. Ja, und hier ist die Query am Arbeiten, die braucht immer noch ein Stückchen, weil wir halt nur zwei Geothermalgeneratoren mit zwei Electrical Engines aufgestellt haben hier. Man sieht, da ist einiges unten drin und wird immer noch gearbeitet, aber die ist bald fertig. Morgen könnte sie schon fertig sein. Hier ist mit den Endertanks, das haben wir aufgestellt und sowas. Wo bist du hin? Ich tauch gerade, guck mal. Tauchgang, okay. Ja, und ansonsten sind hier halt so viele Kisten. Wir haben kein Sortiersystem dafür gemacht, weil Weiß halt gehen musste, leider. Wir können die Query ja, wenn sie fertig ist, uns einfach nochmal einen Meter weiter rechts aufstellen. Richtig, also komm her. Alles so roden hier. Einfach, bis einfach nur noch ein riesiges Loch um unser Haus rum ist. Das wäre auch geil eigentlich. Dann haben wir so eine Fliegeninsel mehr oder weniger. Haben wir hier sonst noch irgendwas in der Nähe gemacht? Nicht wirklich, oder? Oh, eigentlich nicht. Ja gut, also die Kiste hier haben wir weggemacht und... Das ist schon immer kaputt gewesen? Ja, ja. Okay, das ist kaputt auf jeden Fall, für das noch nicht wusste. Unser Parry-System werden wir dann demnächst jetzt mal fertigstellen. Dann haben wir ein Twilight Forest Tor gemacht. Also, stimmt, stimmt. Dann habe ich schon eine Supercharged Gravity Gun. Ich auch schon, weil ich ja auch nochmal rein musste und da musste ich sie anmachen. Wir können euch aber auch nochmal, also ich denke mal, die meisten von euch wissen, wie das funktioniert. Ist einfach nur, wenn ein Blitz in die Gravity Gun bzw. euch einschlägt, wird es noch supercharged und dadurch das Twilight Forest Portal eben einen Blitz einschlägt, haben wir unsere supercharged Gravity Guns bekommen. Und wenn wir halt jetzt die in Uncrafting Table haben, können wir die halt, Können wir Nether Stars fahren. Genau. Hier auch dieses Spinhäuschen habe ich halt hierher geholt, einfach weil, das stand da drüben irgendwo und dachte ich mir, YOLO, hole ich es mir hierher. Man sieht, unser Haus hat ein Dach bekommen mit Glas Slabs und normalen Stone Slabs. Und hier nebendran ist so ein neuer Raum. Frage, denn... Darf ich Rudolf umbringen? Nein, lass mal, Eier sind ganz gut zum Zaubern. Aber da sind mehrere Rudolfs, einen bringe ich um. Einfach nein, 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 lass sie einfach leben jetzt. Sicherheitsabstand. Ah. Ich hab nur 2,5 Schaden, Alter, das ist schon krass. Ja. Lass die Hühner einfach im Leben erstmal. Weil meine Freundin im Stream dabei war, hat sich hier noch so ein pinkes Haus gebaut, so mit. Geh mal auf. Hör mal auf jetzt! Nein! Weiß. Bam! So, jetzt sag ich das einfach. Da hat sie sich ein pinkes Haus gebaut, was sehr hässlich ist. Meine Beere. Ja, super schön hier. Ja, voll YOLO. YOLO. So mit richtig tollem Zeug hier. Und ja, du hast deiner Gravity Gun das Glas abgemacht, in das Holster abgemacht und dadurch mein Item Frame kaputt gemacht. Weiß, stell das wieder auf. Auf der Stelle hier. Was? Du hast den Item Frame abploppen lassen, weil du das Holz hier rausgenommen hast aus der Wand. Hä, das hast du rausgeholt. Ein Scheiß, warst du. Nein, war da gar nicht. So, und wieder aufhängen. Die produktiven Folgen. Und hier fehlt auch ein Holz. Sehr gut, komm. Neulau, mal wieder alles kaputt machen. Man sieht ja die Aufnahme, man weiß ja, wer es war. Schauen wir einfach nach. Die Kisten sind sortiert hier. Hier den Enchanter und den Chunkloader haben wir fertig gekriegt in der Hölle. Hier, das Teil haben wir kurz noch benutzt für die Power Saw. Also ich. Hat sich hier noch was getan? Ja, der Magic Cauldron wurde gebaut, aber den hatten wir eigentlich eh schon fertig. Nur hat er das Haus angefangen zu brennen. Das hier war schon so. Hier haben wir unsere Elektrik. Kann man sich jetzt hier braten lassen in diesem Smell? Ja, kannst reinspringen und dich braten lassen. Da kümmern wir uns in einer der nächsten Folgen mal drum um die Smeltery ein bisschen, um das zu zeigen. Dann haben sie hier noch irgendwie ein Aufladepad gemacht und ja. Hier ist die Smeltery, das zeige ich euch irgendwann nochmal, sonst hat sich hier drin, glaube ich, nicht weiter getan. Ja, und wie Weiß schon meinte, hier, wir haben jetzt 6 Solar Panels statt 5. Nebenbei noch ein Geothermalgenerator, falls hier dann später ein Ender Tank da ist, den wir noch hier hinstellen wollten. Wir brauchen halt einen für die Smeltery und einen, dann können wir ihn direkt auch in unsere Stromversorgung anschließen halt. Die MFE ist fast wieder voll. Das Chargepad hier ist schön, da können wir uns schnell draufstehen und unsere Sachen aufladen.
Deadpack und sowas, das geht halt schneller. Du kriegst Fallschaden da drauf, das ist das Doofe. Richtig, wollte ich gerade sagen. Aber du kannst halt den Bohrer in die Hand nehmen, der wird auch aufgeladen dabei. Ich weiß, ich kenne das. Und das ist noch unsere normale MFE und hier haben wir jetzt drei Electric Furnaces, zwei Macerator und ein Extractor für Gummi. Haben wir sonst noch was erledigt? Die Turtle hast du, glaube ich, noch neu aufgestellt in der Wüste. Genau, die Turtle in der Wüste, also die hat da Sand gefarmt. Jetzt haben wir erstmal, ich glaube, 8 Stacks Sand oder sowas. Also achso, und ich habe die Kisten, das kann ich dir nochmal zeigen, das hast du, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Ich habe die Kisten von der. Hier sind übrigens unsichtbare Pressure Plates, die kann man sich herstellen. Ich zeige euch einmal ganz kurz, wie man das gemacht. Pressure. Das sind diese unsichtbaren hier. Die macht man sich, indem man halt Quarz und Glowstone zu einer Obsidian-Platte macht. Die sind dann einfach nur für Spielerbegeber und unsichtbar. Mhm. Die ganzen Kisten von den Turtles habe ich hier runtergeholt. Ich habe die jetzt noch gestern Abend sortiert. Hier sind jetzt 2 Kisten voller Cobblestone, 3 Kisten voller Cobblestone und 1 Kiste voller Dirt. Mehr ist da auch nicht. Und unsere Kisten hier. Es fällt wieder was auf. Wir haben kaum noch fertige Sachen. Kupfer und sowas, es wird knapp. Hier Blöcke und sowas. Rüstung und Waffen und Monsterzeug und Pflanzen und sowas. Wir haben halt nur 4 Kisten jetzt erstmal. Das reicht auch. Ja, das reicht. Ja, das reicht. Wie gesagt, wir wollten ja eh noch so ein Lagersystem machen. Und ja, was auch noch war im Livestream, wir wollten halt jetzt heute ein großes Battle machen. Naja, nicht so mega groß, aber ein bisschen groß. Ganz kurz mal in die Wüste, da seht ihr es da hinten. Da, das Loch. Kann ich mal reinfliegen. Also, das ist schon recht tief auch. Jo. Ist die Turtle schon fertig da? Nee, die haben wieder abgebaut. Die haben wir aufgehalten. Die steht da jetzt einfach erstmal rum. Aber hat sie keinen Fuel mehr? Nee. Ah, okay. Wir haben keine Kohle mehr. Ja, und Lava hat mir, glaube ich, gegeben, ne? Ja. Kohle bräuchten wir echt noch. Kann man die irgendwie herstellen? Naja, Holzkohle, aber dann bräuchten wir auch Holz. Und Holz haben wir auch schon nicht. Das ist gut. Nee, eigentlich ist es nicht so gut. Das war auch extra. Ja, also. Ja, an sich wollte man jetzt ja noch dieses Battle machen. Wir haben noch nicht so mega viel Zeug. Wir haben die Jetpacks, Longfall Boots, unsere Rüstung und Gravity Guns lassen wir uns erstmal außen vor. Genau, weil die scheiße. Weil Weiß meint, das buggt, wenn man das macht. Ja. Ich habe da keine Ahnung von. Ich habe noch nie mit der Gravity Gun, während jemand anders auf mich geschossen hat, auf ihn geschossen. Aber, wenn er das sagt, dann ist das wohl so. Würde ich mal so. Also denke ich mal so. Ja. So, ich wollte eigentlich da was schauen. Mit dem Force Nugget ging das nicht. Das wollte ich eigentlich noch ganz kurz machen. Wobei, wir haben ja noch kein Alchemitisch und sowas, ne? Das können wir vergessen. Naja, gut, was wollen wir dann noch hier groß machen vor dem Battle? Ich würde sagen, wir machen gleich einen kleinen Cut und dann fangen wir mit dem Battle an. Genau, also. Was wir eigentlich vorhatten. Genau, dann endlich seht ihr uns hier fighten. Voll hier. Aber was ist das für ein Sound? Das ist der Forest Enchanter hier. Das ist ganz toll. Ja, und wir haben einen leckeren Kuchen von der Sky bekommen. Ey, den hat jemand angegessen. Ja, ich. Natürlich. Warum auch nicht? Nein! Nein! Du machst dir gleich wieder irgendwas kaputt! Nein! Komm her! Weiß, lass mich! Weiß, aus! 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 Geh rein! Brenne! Du kannst nicht brennen, es funktioniert nicht! Dann sollen wir einen kleinen Cut machen! Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Cut. Ich wollte eigentlich gerade das hier ausprobieren, aber irgendwie bin ich zu doof dazu. Das kann man sogar nicht nochmal verzaubern, das kann man nur einmal machen. Aber es setzt niemand in Brand. Dann funktioniert das nicht. YOLO. Tja. Pech, würde ich mal sagen. Dann sehen wir uns jetzt gleich. Aber zum Battle wieder. Wir sehen uns dann irgendwo auf einer leeren Fläche und dann. Bis gleich. Genau, was dazu auch gleich. Bis gleich. Aufnehmen. Oh, okay, warte. 3, 2, 1. So, und jetzt haben wir hier noch 4 Beacons aufgestellt, natürlich geschummelt. Wir haben noch keine 4 Netzersterne, aber wir haben keine Fähigkeiten drauf gemacht und wenn es zerstört, bauen wir sie wieder ab. Aber es ist einfach nur zur Begrenzung, damit jetzt nicht wie bei Hex läuft, dass wir einfach beide ewig dann voneinander wegrennen. Die Gravity Gun packe ich mal aus dem Inventar raus, dass wir die nicht benutzen. So. Und sonst Essen packe ich noch unten rein, 3 Steaks habe ich sonst im Notfall. Hast du was dabei? Ja, ich habe Essen. Gut, ich bin gerade überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja. Aber jetzt ist eh zu spät. Ja, wenn ich habe keinen Fernkampf oder sowas. Hast du was? Nee, ich habe nur Diaschwert.
Okay. Ich Dann. glaube, ich habe einfach viel bessere Chancen, die Powers zu haben. Du wolltest ja keine. Nö. Ey, eigentlich wollte ich einen, aber. Ich habe dir eben noch gesagt, wir machen dir Ja, einen. aber ist jetzt Jodel. Okay, Okay, dann. eins was noch, was wir überlegen waren. Wir hatten überlegt, sowas wie eine Bestrafung reinzunehmen für den Verlierer. Das Ganze hat dann aber zwei Haken. Zum einen, Weiß zum Beispiel hat keine Facecam bisher gemacht und hat er auch nicht vor. Das heißt, er müsste, wenn, was ohne machen. Das müsst ihr dann fürs nächste Mal, könnt ihr das entscheiden. Und zum anderen, das werden jetzt wahrscheinlich auch viele von euch denken, kommt das vielleicht sehr vom Divine RPG von Simon und Zeronic. Mehr oder weniger ist es auch von dem inspiriert. Oder gnadenlos geklaut. Aber ich weiß nicht, wenn ihr das gut findet, wenn ihr das wollt, können wir das hier vielleicht auch einführen. Gucken Ansonsten mal, betteln wir was. uns einfach nur ab und zu mal. Weil das Genau. gehört dazu, finde ich, dass man auch mal sich ein bisschen auf die Kacke haut hier. Ja, okay, dann ich wäre Auf jeden Fall, bereit. dann. Warte, ich hole mal ganz kurz mir noch ein TNT und wenn das TNT in die Luft fliegt, ne, die Nuke in die Luft fliegt, geht's los. Ja, ein normales TNT, kein Industrial Ja, aber Craft. dann haben wir dann ein Loch. Mal einfach 3, 2, 1. Nein, nein, das muss schon vernünftig sein. Dann komm mal rein. Bin ich nicht im Teil hier? Game Mode 0, so. Wir machen hier ein TNT hin. Jeder geht in seine Ecke. Also, geh du schon mal stehen. Und, so, wenn explodiert, fangen wir an. Es explodiert! Nee. Ich lauf lieber weg! Nein, 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 nein. Oh. Okay, die macht dir echt viel zu viel Schaden. Du bist gleich schon down. Du hast nur noch 5 Herzen bei mir. Ah, aber es sei denn, du stellst dich gut an. Nein, 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 nein! Mann, ich bleib einfach unten stehen, bis er kommt. Ich erwisch dich nicht mehr, nein! Ah, ein Herz, ein Herz, ein Herz. Ah, fuck. Nein, nein! Jetzt bleib doch stehen! Stopp! Nein, okay, Oh. gut. Okay, gut. Nächstes Mal gebe ich dir auch eine Power Sword. Wir haben vielleicht noch was ganz viel, viel Stärkeres da. Oder wollen wir so ein. Nee, Best of Three ist halt scheiße, weil du hast immer noch nur das Nee, Dia-Schwert. das ist Dings Saber Sword oder wie das heißt. Saber Sword. Nee, nur Saber, die sind dann Genau, auch recht gut. genau. Komm mal her, wir machen noch eine zweite Runde, eine faire. Ich gebe dir ganz kurz eine Power Ich TP Sword. mich mal ganz schnell zu dir, damit es ein bisschen flotter Löschen wir geht. danach wieder. Ja, Also klar. nach diesem Battle und machen dir eine richtige, aber einfach nochmal eine richtige Runde mit der Power Saw hinterher. Das ist dann auch die, die zählt, einfach weil ich ja fair und nett bin. Warte, habe ich Oh. jetzt die Power Saw in der Hand? Ja. Gut. Oh, hier sind Samen. Dann, ach Lass komm, einfach jetzt 3, 2, 1 ohne sagen. TNT. Okay, warte, wenn das Schaf stirbt, geht's los. 3, Zu. 2, YOLO. Nein. Jo, YOLO. Kiki, fast. Und. Whoosh. YOLO! Ah, verdammt, hab ich mich erwischt. Zweimal erwischt. LOL, was kam das für Ja! ein. Ein Herz noch gewonnen, was auch immer das Düdelüdüt war. LOL. Okay, ich Oh warte Gott, nicht zu am sehr. Anfang, ich hatte schon richtig Angst, dass ich verliere, weil du mich zweimal erwischt hast und so. Oh Gott, nice, nice. Netz, naja. Weiß, Aber weiß. so ein Battle ist so. Wir können es in der Arena später und alles Eine Mögliche Arena bauen. richtig und wir können uns sonst einfach Teamkameraden einladen und dann noch Nukes dazu bauen zum Battlen und so. Oder wir lassen es mit den Nukes. Ja, mit den Nukes könnte ein bisschen Ist halt jetzt problematisch erstmal nur werden. eine recht simple Variante von dem Ganzen gewesen, weil wir halt auch noch nicht so viel Zeug dafür hatten. Aber wir wollten es einfach jetzt langsam mal einführen, weil letzte Woche ging es schon nicht. Weil, ja, ihr habt gesehen, was letzte Woche war. Wir könnten eine größere Arena machen, dann kann man das alles noch nutzen und sowas. Auf jeden Fall würde ich dann aber auch sagen, das war's mit dieser Folge. Morgen geht es dann richtig weiter mit dem, wie es dann weitergeht. Wir widmen uns noch dem Tinkers Construct, der Query, dem Sortiersystem und all dem ganzen Kram, was es noch so gibt. Gibt hier noch sehr viel zu tun. Und dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Tschüss. Tschüss.